So, also, wenn wir hier dran schubsen, dann ist er abgelenkt. Sieht doch ganz gemütlich aus. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht, okay? Das braucht keine... Das klappt so nicht ist ja schon mal... Das klappt so nicht. Schon mal ein Wort. Vielleicht können wir den Frosch ja dazwischen setzen. Das ist bei Quark, wenn die Klappe zugeht oder so. Ich weiß es auch nicht so richtig. So, Moment. Oh, entschuldige. Das klappt so nicht. Okay, das klappt so auch nicht. Das braucht. Okay, das auch nicht. Ah, vielleicht können wir sie zupinseln. Da muss kein klebriger Sirup dran. Besser nicht. Sag mal, was muss ich denn hier machen? Also. Na, wirst du! Das hab ich doch schon ausprobiert, oder? Oh Mann, das ist doch echt nicht wahr. Es hat nicht sollen sein. Aha, jetzt hat er das nicht gesehen, okay. Glück findet man eben doch auf der Straße. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Okay, und jetzt kann Lieber ich wieder... halte ich besser. Lieber halte ich besser. Können Sie mir auch versuchen die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch mit pro Jahr? Pro Tag? Okay, wir probieren's nochmal. Du sitzt so wie... Weh. Nichts? Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir. Bitte. Das Un... Ja, ja. Glück. Okay, Moment. Der ist wohl erst... Glücklich. Es ist deine Schuld. Aber du wirst Damit nichts bin ich fürs Erste fertig. Können. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Damit bin ich fürs Erste. Und ebenso wenig für all die, okay. die du je lieb gewonnen hast. Die Zukunft Lieber bringt halt dir kein Glück. Und so du? Ist das. Eine Flasche braucht. Schade. Und vielleicht kommt ja jetzt, vielleicht gibt's ja bloß eine weiße. Vielleicht kommt jetzt eine schwarze. Moment. Das probieren wir mal. Das könnte ja sein. Ja, genau so ist es. Eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr... Unglücklicher. Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Können Sie auch ihr... Er wird das nicht schon wieder als technischen Fehler abstempeln, glaube ich. Das eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr unglücklicher. Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Ja, schön, aber was jetzt? Also jetzt haben wir die weiße Kugel. Und wir behalten die besser, das ist klar. Das ist die Kugel, die sich der komische Typ immer selbst zieht. Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Hm.
Nein. Was machen wir damit jetzt? Ich glaube hier. Mal gucken. Jetzt habe ich sie gerade rausgefischt. Da tue ich sie doch nicht einfach so wieder hinein. Vielleicht kann ich sie dazu benutzen, dass er die Bannflasche doch öffnen will. Ja, das mag sein. Besser aber nicht. Wie? Die behalte ich. Die behalte ich besser. Ja, die behältst du. Ja, jetzt hör auf. So. Die behalte ich besser. Wie können wir die denn ihm jetzt denn unterschmuggeln? Sieht doch ganz gemütlich aus. Wir probieren es einfach nochmal, dass wir die Flasche geben. Eine Flasche brauche ich nicht zum Glücklichsein. Schade. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersagen? Mal gucken, wir probieren es einfach nochmal. Auch wenn ich keine Veränderung sehe. Das eine schwarze Kugel. Nein, nein. Hier ehrt das Glück sicher. Das ist... Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Ja, aber... Hä? Nein, das... Also er stempelt das immer als technischen Fehler ab. Dann lassen wir uns nochmal die Zukunft voraussagen. Vielleicht bringt's ja was. Das macht einen Hand mit Furchtbrot. Wie? Nichts? Aus geht's. Die Allwissenden. Ja, der Typ ist irgendwie nervig. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen. Das ob ja Glück. Ist wohl er glücklich. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Moment. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Schade. Schade. Eine Flasche brauche ich. Schade. Ich bin verwirrt. Da muss kein Kleber. Nimm doch den Zettel einfach ab. Das war jetzt eher random. Passt perfekt. Was hat er jetzt gemacht? Okay, kann ich die jetzt da wieder reinschmeißen oder was? Gute Idee. Ja, was ist jetzt eine gute Idee? Kann ich die jetzt da wieder reinhauen? Wir probieren es einfach mal. Entschuldige, Sonse. Na, wirst du? Schatz! Guti. Was? Was ist eine gute Idee? So, Moment. Ich will, dass die Klappe nochmal auf ist. Er ist jetzt auf. Ich glaube, es gibt schon einen Anzeigefehler. Na, wirst du? Schuss. Guti. Was ist denn eine gute Idee? Ich bin verwirrt. Ich geb sie besser zurück. Ja, will ich doch, aber da sagst du eine gute Idee zu. Gute Idee. Ich geb sie besser zurück. Ja, gib's ihm doch. Gute Idee. What the fuck? Können Sie auch selbst. Ah, da wollte ich gar nicht drauf. Ah, ich drehe hier gerade ein bisschen durch. Das eine Schwach. Nein, das. So, Moment.
So, jetzt nochmal das da. Ja, nervt. Nee, nicht ausgezackt, die Alten. So, komm, hier, Kugel. Aha. Dunkle Wolken. Hätte ich das Ort. Ja, Glück. Ja, okay. Er ist wohl erst glücklich. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige, Sumse. So, die Klappe ist auf. Aha, okay, so geht das. Irgendwie. Naja, egal. Vergessen wir das Ganze mal. Die Stelle hier ist einfach ein kleines bisschen buggy und vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen blöd an. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? So, jetzt sollte er die Weiße wieder ziehen. Mal schauen. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Wie wär's mit einer leeren Flasche? Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und sehe, mir wird Glück gegeben. Oh, geschafft. Ja, du sagst es. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Und dann kommt Kitsune. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause! Kitsune, warte! Weg ist sie. Okay. Gucken, was Jerry hat den alten Magier befreit. Der Hüter der Portale berichtet ihm, dass das bla bla bla. Okay. Gut. Kitsune ist also weg. Können wir die Rübe nochmal mitnehmen? Damit bin ich. Nee, können wir nicht. Damit sind wir fertig. Jetzt interessiert mich natürlich, wo der letzte der Dreien noch hin ist. Mich interessiert natürlich auch, wo Kitsune jetzt gerade hin ist. So, also hier ist er nicht. Da drüben sieht es auch in. Aber hier kommt. So, okay, da haben wir nichts. Da oben war auch nicht. Hier nicht. Und hier auch nicht. Eins von den Post. Vielleicht haben Frösche ja eine Art von Super gehört. Vielleicht können wir Plato mal rufen. Vielleicht hat er den ja gesehen. Der war ja immerhin noch da. Oder vielleicht gibt's von ihm aus was Neues, ob er Anja gefunden hat. Oh, hey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Okay, anscheinend nicht. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Mhm. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Pass auf dich auf, Jerry. Ja, wo ist denn der letzte jetzt? Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Auf geht's. Mal hinterhin. Halt dich fest, Jerry. Das Einzige, wo bis wir jetzt später. Noch, wo wir jetzt noch nicht reingeschaut haben, ist eigentlich in hier Dingens ins Café. Da dachte ich aber auch am Anfang, es wäre zu. Geschlossen. Was es auch ist. Wo Anja wohl ist. Aber wir können ja durch die Hintertür rein. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Gucken, ob wir die aufmachen können. Verschlossen. Hüpf rüber. Das ist die Rückseite. Okay, rüberhüpfen geht wohl nicht. Wo ist denn jetzt der letzte von denen? Da nicht.
hier nicht. Da auch nicht. Da links. Auch nicht.